Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS19 auf der Hofbergmann. So, jetzt müssen wir erstmal hier, na, sag schon, wollte ich meinen Heuballen schnappen. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich die Gabel habe. Den Ballenkäfer, den habe ich aber oben beim, na, sag schon, beim Kuhstall. So. Die Schaufel legen wir mittlerweile mal hier ab. So, abgekoppelt als Zwickschaufel. So. So, das machen wir hier rum. Auf geht's in unserem Kramer. Holen wir uns mal schnell eine Schaufel. Quatsch, einen Ballenkäfer. Die müsste hier oben noch rumoxidieren. Ah, da. Da haben wir sie doch. So. So, weiter geht's. Ich muss mal gucken, wie das war mit den Ballenauslagern. Einer müsste reichen, würde ich sagen. Mal gucken, das mal mit einem. Ich muss mal ganz kurz hin, irgendwie. Hier ist einsteigen und B Ball auslagern. Scheiße. Und das brauche ich mal Z. So. So war das. Oh, nicht ganz so einfach. Aber es kommen ja bald wieder die anderen Ballenlager bei der neuen Version von der Hofbergmann. Die ist ja schon angekündigt. Wenn ihr jetzt wisst, wo ihr das Video seht, nicht ob es da schon draußen sind im Zeitpunkt, da ich aber ein bisschen noch im Vorproduzieren bin, könnte es durchaus sein, dass ich noch auf der alten spiele, obwohl die neue schon draußen ist. So, wenn wir aussteigen, da steigen wir ein und B. Aussteigen. So, auf geht's in die Quere. Erstmal versuchen und dann geht's auf zum Ach, nach Ruhe. Dann haben wir ja auch wieder was zu tun. So, und das. Ne, das war's nicht. Ja, das, also. So. Bring, ich hänge. Bring euch einen neuen Heuballen.
Zack. Liegt jetzt zwar noch ein bisschen was drin, aber wenn er leer ist, wenn er sonst verbraucht ist, ist er verbraucht. So. Jetzt ab mit dem Kramer zurück zum Hof. So, Tilly. Das ist die Stelle, wo das wir unten darunter. Ich glaube nicht unter, ist ja. So. Tippel, tippel, tipp. Ich hab schon überhaupt noch alles auf dem Hof stehen. Schweinefutter immer, zweimal Saatgut, das könnte immer Dünger sein und einmal Kalk. Okidoki. Wie sieht es bei den Hühnern aus? Müssen wir ja auch mal gucken. Drei Kisten voll Hammer. Was wollen wir mehr? Big Bag ist noch da. Wenn ich ihn brauche, fülle ich ihn ab. Hab ich überhaupt noch Weizen-Silo? Ja, 15.000 Liter haben wir noch Weizen drin. Okay. Können wir uns jederzeit einen neuen Big Pack machen. Also mal gucken. 21 Uhr haben wir es. 21 Uhr haben wir es. So. Das macht 23 Uhr, 0 Uhr, 1 Uhr, 2 Uhr, 3 Uhr, 4 Uhr, 5 Uhr, 6 Uhr, machen wir 7 Uhr und schlafen. Kredit, zuck, 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 oha. Käse hat keinen Platz mehr. Müssen wir erstmal schon schnell was umstellen nochmal. Lass mal schnell in die Käse wegräumen. Ja, ich bin da schon unterwegs. Ich eile, ich düse, ich fliege. Ja, ja, ich bin doch schon unterwegs. Nehmt doch mal den Spaß weg hier. Oha. Tisch ist vorne weg schnell. So. Jetzt dürfte erstmal aufhören wieder mit Teeplatz mehr. Ba. So. Oh, ist noch etwas drin. So, dann schnell noch die Butter abfüllen. So, einmal. Ja, das fünfte ist das Schiff auch schon.
So. So, halt. So, Hammer. Butter. Ja, das ist schön Butter, das ist sehr gut. Manchmal eine richtige Fatsche, dass wir uns dann verkaufen können. Zack. Vier Buttermaschinen, wie es andere Leute gemacht haben, will ich es nicht machen. Da mache ich die eine zu. Ich komme zwischen kaum um die Fichte. Gut, die haben draußen ein Multiplayer-Projekt gemacht, daher könnte ich ihnen immer mal wieder um die Butter kümmern. Daher geht das schon. Aber das ist mir persönlich jetzt momentan erstmal zu stressig. Noch eine Buttermaschine oder irgendwas dergleichen. Ich mache jetzt die Fässer, wenn die alle eingesackt sind, dann gehen die in den Hofladen, weil wir auf einer anderen Plattform einen Hänger holen. Da füllt hinten gleich mit. Die Zucker nah dran, die füllt die gleich mit. Auch nicht schlecht. Müsste ja nach Adam Riese der Spaß leer sein. 250 Hammer, 1000 sind pro Fall, 1000 sind pro Buttermaschine drin. Ins Leer. So, kippt man den Spaß hier mal aus. So. Zumachen. Einschalten. Wer zu Butter. So. Wir gehen jetzt nochmal Fässer holen, alles. Und Licht noch machen. Kurz vor 7 ist es noch auch dunkel. Ja, jetzt schon wieder gut was gesammelt. Da hat sich doch schon wieder ordentlich was gesammelt. So, und hab's. Wieder was weg.
So, haben wir. Jetzt haben wir schon wieder drin rum, 2000 Liter. Könnte man vielleicht dann wieder was in die Käsemaschine ballern. Nun gucken wir mal, wie die Kühe. Stall. Gib mir Tiermini. Gib mir Tiermini, habe ich gesagt. Hühnerstall, Hof. Das haben wir drin. Ofen mit 1000 Liter. Wir machen das jetzt in die Käsemaschine. Und das andere kommt dann hier wieder da rein. Das irgendwie. So, jetzt rum hier. So, jetzt da so rein, so schräg. Ein Stück vor nochmal. Ich mal noch rüber drücken, so rein. Ja, das sieht gut aus. Da überladen. Wir wollen den Milchtank überladen. Alles in die Käsemaschine geladen worden, das ist super. So, jetzt holen wir noch hier die Milch. Wie sieht es hier aus bei meinen Mutschekühen? So. So, ich setze aus auf unseren Feldern. Haben wir noch gar nicht geguckt. So, Kartoffeln und Sojabohnen. Und die Kartoffeln sind fast zum Ernten bereit. Das ist sehr gut. Halt. Den lassen wir hier stehen. Pum, pum, pum. Brauchen wir hier was? Ne, hier nichts. Nehmen wir mal. Das ist mehr unser Gespann wieder. Fahren wir schon mal sachte runter. Dann 700 nehmen wir das den Keiler wieder als Mietfahrzeug. Bereiten wir schon mal die Tüftenernte vor. Und dann sehen wir weiter. Oh Gott, wie viel Gülle ich habe, ich bräuchte noch. Bum, 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 bum. So, um hier rein.
So, der Kartoffeltrain ist fertig. So, fahren wir noch runter zum Feld und dann kommen wir schon wieder zum Ende dieser Folge. Aber bis zum Feld schnipse ich noch mit euch. Aber ja, ein paar Überminuten, aber egal. So, Dilly. Hier läuft das alles super, das gefällt mir sehr gut. Wenn ich jetzt wieder sage, mal keine Butter verkaufe und Käse, das ist ohne stabilisierten Preis etwas. So, dann muss man einen Schluck trinken. So. Gleich sind wir da. Wir legen halbwegs gut in der Zeit. Sind bis jetzt bloß knapp 2 Minuten drüber. Aber so viel Zeit muss sein, dass wir das noch schaffen. Stellen wir jetzt hier so hin. So. Aber wir kommen jetzt erstmal zum Ende für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da, denn ich bin raus. Ciao, ciao, sagt euer Yasuo.